Ja, ich habe mir jetzt einmal ein bisschen gemütlich gemacht und genieße noch ein bisschen den Wald und habe mir darüber nachgedacht, wie der Pilzmonat Juli eigentlich so ein bisschen verlaufen ist bei uns. Angefangen hat es ja bei uns mit wunderbaren Sommersteinpilze und dann ist auch endlich die Vielfalt größer geworden. Ja, die ersten Fichtensteinpilze haben sich gezeigt, die ersten Raufußröllinge haben sich gezeigt. Und jetzt auf einmal haben alle Röllinge wieder verschwunden. Aber die Leistlinge starten jetzt richtig durch. Nochmal, sogar die ersten Totentrompeten haben wir gefunden. Die Krause Kraterelle wächst aktuell überall in Massen bei uns. Also sowas habe ich noch nie gesehen. Und ansonsten ist die Artenvielfalt im zweiten Teil vom Juli wirklich wunderschön einfach gewesen. Also es war einer von den schönsten Pilzmonate Juli, die wir in den letzten Jahren gehabt haben. Mich würde mal interessieren, wie war ein euer Pilzmonat Juli? Vielleicht schreibt es mal in die Kommentare. War bei euch viel los? War bei euch wenig los? Habt ihr viel Speisepilze gefunden? Habt ihr viel Erstfunde gehabt? Waren viel seltene Sachen dabei? Also bei uns haben wir gerade an den Anhängselröhrling, denke, den wir als Erstfund gehabt haben in diesem Monat. Das war einer von den schönsten Erstfunden im ganzen Jahr. Das war es jetzt schon. Das hat uns wahnsinnig gefreut. Wie war es bei euch? Vielleicht schreibt es einfach in die Kommentare, das würde mich wahnsinnig interessieren. Für den August wünsche ich euch schon mal viel Spaß und viel Erfolg. Ich bin mal gespannt, wie das weitergeht, vor allem mit den Röhrlingen. Also, dass die jetzt einfach komplett aufhören zum Fruchten, das ist sehr komisch oder ungewöhnlich eigentlich nicht. Das passiert eigentlich jetzt ja mal, aber es hat eigentlich so ausgeschaut, dass wir jetzt richtig losgehen mit den verschiedenen Röhrlingsarten. Und dass es so abrupt Wachstumsstopp ist, ohne dass jetzt große Hitze oder Trockenheit oder irgendwas in diese Richtung war, das ist schon ein bisschen verwunderlich bei uns. Aber so ist es halt mit den Pilzen, die machen, was sie wollen. Und deswegen bleibt es auch für immer spannend. Gut, macht es gut, habt noch ein schönes Wochenende und einen schönen August.